Hallo Leute, hier ist wieder Füssen aus Berlin. Heute wieder ein Taste-Test. Ja, und zwar Philipp Steuer heißt er, glaube ich, ist auch einer der Kanäle, die ganz viele Zuschauer haben, ganz viele Abonnenten, hat ja, für die DM-Produkte, die auf Kürbismotto anschließen, hat er promotet oder nicht promotet, vorgestellt und ich habe mich inspirieren lassen und mir auch ein paar von DM, ein paar Sachen geholt. Und zwar hier einmal die Haselnuss-Dinkelkekse, dann hier einmal Pumpkin Spice Pancakes, das machen wir auch gleich zusammen. Und dann einmal hier diese Apfelzimt-Dassenkuchen. Es gab auch einen mit Kürbis, aber darauf habe ich nichts los. Und dann haben wir hier von Vegans ein neues Produkt von Edgar. Und da bin ich gespannt. Und das verspeise ich auch als erstes. Weil da warte ich schon so lange drauf. Stimmt. Wir müssen mal erstmal gucken, was da alles drin ist. Rohrzucker, Kakaomasse, Erdnuss, Kokosfett und so weiter und so fort. Es sind 33,1 Gramm Fett und 12,3 Gramm gesättigte Fettsäuren, 48,9 Gramm davon ist Zucker. Und Ballaststoffe hat es auch, 5,5 Gramm und 11,3 Gramm Eiweiß. Also nicht so schlecht für dieses Säckchen. Und 533 pro 100 Gramm Kalorien. Also schon eine kleine Vitaminbombe. Nein, nein, ich meine eine Kalorienbombe. So, jetzt aber, wieso geht das hier jetzt nicht auf? Es geht auf. Oh, das riecht gut. Und so sieht das aus. Das sieht doch sehr, sehr lecker aus. Seht ihr mal das Karamell hier? Oh, lecker. Das ist Snickers. Darunter ist so eine weiche Masse, darüber das Gelee und dann halt die Erdnüsse. Schmeckt eins zu eins wie Snickers. Schmeckt nicht wie das andere, was ich mir geholt hatte. Also sehr ruhig, sondern wirklich karamellig da oben. Also, eigentlich das erste vegane Snickers bei Vegans. Kostet aber auch stattliche 5 Euro. Ist nicht so günstig. Hier steht Handmade in Berlin. 33% Nüsse, Erdnüsse ohne Palmfett und plastikfrei. Die Erdnüsse sind geröstet. Also schmeckt richtig gut. Oh, lecker. Aber auch genauso gefährlich wie das normale Snickers. Übrigens, einer meiner Gentests hat ergeben, dass ich eine Erdnussallergie, also Risiko für eine Erdnussallergie habe. Prost! Schaut euch mal das Karamell da drin an. Schmeckt auch wirklich karamellig. Schmeckt so gut. Machen wir mal die Dinkelkekse auf. Die haben 37% Dinkelmehl, Haselnüsse, Rübenzucker.
Ungehärtetes Palmfett. Okay. 34 Gramm Fett, davon 8,6 Gramm gesättigt. 568 Kalorien, noch ein bisschen mehr als das andere. Und 50 Gramm zu Kohlenhydrate, davon 27 Gramm Zucker. Und mir wird auch schon warm. An dem Ganzen. Sieht das Ganze aus? Oh, das riecht sehr haselnussig. Schmeckt auch sehr haselnussig. Sehr knusprig. Aber er schmeckt ein bisschen wie Mandel. Die schmecken lecker. Die schmecken richtig gut. Es gibt doch diese kleinen Mandelkäslein. Ich weiß nicht, ob die Amaretto, nee, Amaretti oder irgendwie heißen. Wunderbar. Also das schmeckt echt top. Und dazu schöner Tee. Lecker. Sehr knusprig. Der Haselnuss schmeckt auch sehr gut. Sehr gut. Also sehr gut. Schmeckt mir einfach gut. Ich mache jetzt. Bereite jetzt den Apfelzimt-Haselnusskuchen vor. Der hat 271 Kalorien, 4,3 Gramm Fett und 0,8 Gramm gesättigte Fettsäuren, 14 Gramm, nee, 1,4 Gramm Ballaststoff, 2,8 Gramm Eiweiß. Das hier hatte gar kein Eiweiß, glaube ich. Doch, 8,6 Gramm Eiweiß. Hoher Zucker, Reis, Mehl, Cashewkerne, also die Inhaltsstoffe, Apfelwürfel, okay, und so weiter und so fort. Kokosmehl, wie bereitet man das zu? Drei bis vier Esslöffel Haferdrink Natur oder dem Bio-Alpenmilch. Ich mache natürlich meine Erbsenmilch und dann umrühren und dann in die Mikrowelle damit. Für 60 Sekunden. Schauen wir mal. Ich nehme euch Den gleich. Tassenkuchen mache ich hier rein. Also hier die Inhalt rein. Und dann 3 bis 4 Esslöffel von der Milch, von meiner Fleimilch. Ups, wow, das war ein bisschen viel. Aber es ist nur, ach, ich glaube, ich mache das einfach nach Gefühl. So, jetzt müsste es aber gut sein. Jetzt habe ich die Mengenangaben nicht so, ehrlich gesagt, eingehalten. Egal. So, und jetzt in die Mikrowelle. So, jetzt habe ich mir Tee gemacht. Schön grünen Tee aus Brighton. Ein bisschen neutralisieren den Geschmack. Und auch der Tassenkuchen ist ready. Ich habe den ein bisschen länger da noch ziehen lassen, weil der ja ziemlich flüssig war. Das ist dann natürlich sehr warm. Warmer Kuchen schmeckt generell nicht so gut. Aber der riecht sehr nach Zimt. So ein bisschen nach. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Mit dem Apfel und dem Zimt. Nach irgendwas schmeckt es.
was ich kenne. Apfelzimtschnecke, genau, danach schmeckt es. Also hier unten hat sich so ein bisschen Milch abgesetzt, was zu viel war, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das macht das alles so ein bisschen sogar noch als Soße. Unten ist noch der Zucker. Hat sich irgendwie da angesammelt, aber nicht so schlimm. Also ich finde, dafür, dass der Kuchen auch warm ist, schmeckt er auch gut. Wenn er so richtig abgekühlt ist, schmeckt er, glaube ich, noch besser. Also die Apfelstücke, die schmecken so wie Apfelringe, getrocknete. Die haben sich ja auch oben abgesetzt. Also die sind nicht innen drin in der Masse, sondern sind einfach nach oben geschwommen. Die sind wieder oben abgesetzt. Der Teig ist sehr fluffig. Und ich glaube, das ist auch ziemlich süß, nur irgendwie hat sich die Süße unten irgendwie gesammelt, glaube ich. Obwohl ich dachte, dass ich das genug verrührt habe. Ah, das ist gar nicht so gut mit dem Zucker. Na, ich werde so viel Zucker essen. Das ist bestimmt ein Overdose, bin ich jetzt mit Zucker. Aber irgendwie kann ich nicht aufhören. Schmeckt so gut. Also es schmeckt gut, aber würde ich mir das jetzt nochmal kaufen? Also ehrlich gesagt, es ist nicht wirklich wie so ein Kuchen. Ich finde auch, solche Sachen verführen einfach auch dazu, dass man zu viel so eine Sachen isst und dann ziemlich viel zunimmt. Weil das geht ja sehr schnell. Und man darf nicht vergessen, das ist eine Süßigkeit, die auch seine Kalorien hat, ne? Also, und da hast du mir nichts, dir nichts. Kalorienintus. Ach, mit den Kalorien haben wir nachgesehen gehabt. Das schon in die Mülleimer. Ach ja, 200, genau. 371 Kalorien. Das Ganze ist ja nicht 100 Gramm, sondern 55 Gramm. Also ist es eine Diätmahlzeit. 150, aber trotzdem, zu viel Zucker ist ungesund. Und ich meine, auch wenn es bio und vegan ist, ist es trotzdem zu viel Zucker. Also für mich ist es zu viel Zucker. Ich mag jetzt schon, dass mir schlecht ist von dem ganzen Zucker. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt die Pancakes. Yes! Aber jetzt passt auch die Musik zu Halloween. Halloween ist nämlich bald. Und jetzt machen wir die Pancakes. Okay. Jetzt haben wir das hier. Und zwar sind das 293 Kalorien.
11 Gramm Fett, 1,1 Gramm gesättigte Fettsäuren, 42 Gramm Zucker, 13 Gramm Zucker, Eiweiß hat es 5,6 Gramm. Was sind die Zutaten? Dinkelmehl, hoher Zucker, Backpulver. Ich glaube, ich habe mir den Magen verdorben. Mir ist ein bisschen schlecht. Zitronengranulat, Ingwer, Meersalz, Nelken, Zimt, blub, blub, blub. Lasst uns anfangen. Ich habe mir echt den Magen verdorben. Also man hätte hier auch ohne Lasche. Mach mal runter. Ups. So, gerade meinen Tee ausgekippt. Auch gut, um das hier zu positionieren. Das kommt jetzt hier rein, das kommt da noch rein, die viel Milch. Und zwar kommt da rein 65 Milliliter Sojamix, 50 Milliliter. Hä? What the? Was kommt jetzt da rein? Ich muss meine Brille, jetzt kann ich schon besser lesen. Also Packung sind mit 65 Milliliter Sojadrink, 50 Milliliter Wasser und 10 Milliliter Rapsöl. Oh Gott, habe ich alles nicht. Circa, also dann muss man wieder Rapsöl in die Pfanne geben und dann alles schön ausbraten. Na gut, dann holen wir mal den Messbecher. So einen kleinen habe ich hier. Und da packen wir erstmal die Soja, also mein Erbsenmilch rein. 65 Milliliter. Nee, das muss noch mehr. Okay. Das ist passiert. Dann 50 Milliliter Wasser. Da habe ich aber kein Mineralwasser, sondern nur normales Wasser. Okay. Hier einmal normales Wasser rein. Wahrscheinlich ist das nicht so gut. Aber egal. So, und dann 10 Milliliter Rapsöl. Und statt Rapsöl mache ich rein Olivenöl. Das ist ja kein anderes. Rapsöl habe ich leider nicht. Oder probiere ich das mal mit Hanföl aus? Ja, probiere das mal mit Hanföl aus. Obwohl, nein. Olivenöl ist besser zum Braten. Es hat einen höheren Siedepunkt. Also machen wir noch ein bisschen hiervon rein. Nicht zu viel. Okidok. Und dann die Pfanne her. Okidoki. Also jetzt mache ich erstmal diese ganze Mixtur hier. Mache ich rein in den Topf und rühre das um. So. Die Pfanne, in die Pfanne habe ich schon einen Esslöffel Olivenöl reingemacht und ein bisschen ausgestrichen, aber ich bin jetzt hier auch noch beim Rühren. Okay. Irgendwie finde ich den Teig ein bisschen zu fest. Aber vielleicht ist ja auch Pancake-Teig ein bisschen fester. Portionieren tue ich das damit hier. Packe ich dann rein. Aber das muss jetzt erstmal heiß werden. Okay, jetzt wagen wir das mal. Oh, der hat sich so richtig aufgeplustert hier, der Teig. Boah, der ist ja richtig fluffig geworden. Sollte das eigentlich noch stehen bleiben? I don't know.
Egal, das ist aber toll. Schaut mal, ohne dass ich jetzt Mineralwasser hatte, ist es richtig fluffig geworden. Ich hoffe, dass ich nicht so oft braten muss, sondern dass man das so in ein, zwei Gängen durch hat. Ich glaube, da bekomme ich bestimmt einiges raus. Hier noch mal ein. Sind bestimmt 8 Stück mindestens. So, jetzt müssen die erstmal braten. Noch nicht dabei. Okay, also ich hätte den Teig jetzt nicht weiter stehen lassen müssen. Das war schon richtig. An den Seiten sind die jetzt schon ein bisschen fester. Ich weiß nicht, ob man das schon umdrehen kann. Also er kommt mir noch ein bisschen flüssig hier vor. Ich glaube, ich lasse es noch ein Weilchen. Dass das Ganze hier oben trocken ist, dann kann man die, glaube ich, auch besser wenden. Kann man das hier schon? Nee, ist noch nicht richtig trocken. Also noch ein bisschen Jetzt warten. versuche ich es, weil ich habe Angst, dass mir das. Oh, das habe ich mir gedacht. Das riecht schon nämlich ein bisschen angebrannt. Ups. Oh, das klebt auch zusammen hier. Also auf jeden Fall runtersetzen. Das ist nicht so günstig. Oh, das ist gut geworden hier. Und bei dem ist es auch noch okay, aber die anderen beiden, die sind schon richtig schwarz. That's not healthy. Ein bisschen runterstufen. Also zu heiß darf das nicht sein, die Pfanne. Das ist jetzt. Ein bisschen. Den, ja. Ich nehme das schon mal raus. Das hier, diese Seite braucht, glaube ich, nicht so lange. Und schon das nächste hier rein. Ja, das ist auch gut. Bei dem auch. Mit hier. Ja. So, kommt die nächste Fuhre. Da ist aber nicht mehr viel übrig. Nur fällt mir das echt auf, dass da richtige Luftbläschen, ohne dass ich da groß Mineralwasser reingemacht habe. Sind da jetzt schon Luftbläschen dran? So. Okidoki. Schauen, ob wir da hier noch was rausbekommen. So. Der Teig, du, schmeckt auch gut. Okay, jetzt haben wir die leckeren Teile. Und ich koste es jetzt einfach mal so, ohne groß da was raufzumachen, wie das schmeckt. Schmeckt wie Keksteig, ein bisschen.
Also wie Kuchenteig, ehrlich gesagt. Ich krieg's da. Im Abgang klebt es ein bisschen am Gaumen. Das schmeckt so süßlich, aber nicht zu süß. Also es ist so ähnlich so wie Muffinteig, wie man draußen kaufen kann. Ich würde hier gerne schon irgendwas haben wollen, aber nicht nochmal irgendwie Agavendicksaft oder so. Darauf habe ich gar keine Lust. Manche machen das ja. Aber vielleicht ein bisschen Obst wäre nicht verkehrt dazu. Nur habe ich jetzt kein Obst. Außer Banane, und Banane hatte ich heute schon, um das da noch drauf zu machen. Ich esse es einfach so. Schmeckt nicht schlecht. Kann man essen. Ja, schmeckt sogar ein bisschen eich. Also als ob da Ei drin ist. Also von der Konsistenz. Wie die das hinbekommen haben, keine Ahnung. Ah, wenn die aufarbeiten, einfach mit der Resthitze noch die Pfannkuchen oder Pancakes braten. Ich habe hier Soujade. Ich versuche es mal jetzt mit ein bisschen mit Joghurt was aufzupimpen. Mal sehen, wie schmeckt. Weil irgendwas braucht es. Ich glaube, mit Sahne würde es gut kommen. Aber ich möchte ja nicht noch mehr irgendwie so fettes Zeug essen. Es passt nicht so ganz, der Joghurt. Der müsste noch gesüßt werden. Aber ich habe auch keine Lust auf noch mehr Süße. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr wieder zuschaut beim nächsten Mal. Tschüss!